Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ja, die Polizei hat mich eben mal. So. Hallo. Hallo. Von beiden Parteien bitte einmal den Ausweis. Bitteschön. Und dann noch einmal vom Albert, gib mir deinen Ausweis. Doch nur virtuell hier. So, und dann vom. Ja, wo ist er denn jetzt? Hier. Hinter dir. Einer sollte halt mal stehen bleiben. Und dann also einmal bitte vom Fahrer noch Fahrzeugscheine der beiden Sachen und den Führerschein. Ach, wo sind die? Ach, hier. So, bitte Fahrzeugschein und Maschinenbrief. Woher sind Sie eben bitte gefahren? Wie bitte? Ja, woher sind Sie eben gefahren? Vom Bauhof komme ich. Ja, und woher sind Sie gefahren? Wie, woher? Ja, über welche Straße? Ich habe dem Albert gezeigt, wo demnächst ein neuer Feldweg hinkommt. Ich habe die Bauunterlagen gesehen und dann haben wir schon mal den Untergrund getestet. Ja, Untergrund getestet. Was war denn nicht in Ordnung, Herr Richter? Sie sind ja einfach so ein paar Schlangenlinien gefahren, deswegen würde ich Ihnen entweder einen freiwilligen Atemalkoholtest anbieten. Kein erstmal. Problem. Okay, dann pusten Sie hier einmal rein. Okay, danke. 0-0. Ja, tut mir wirklich leid. Also. Haben Sie Drogen zu sich genommen? Nein, leuchten Sie mir ruhig in die Augen. Okay, Sie sehen ja hier die silberne Spitze von dem Stift. Mhm. Mit den Pupillen, nur mit den Pupillen mit dem Stift folgen. Ja, kein Problem. Wie lange noch? So. Okay. Jetzt der nächste Test. Warten Sie kurz. Oh gut. Was bauen Sie denn hier auf? So, jetzt schätzen Sie mal bitte eine halbe Minute ab. Ab jetzt. Okay. Jetzt. Okay, 30, genau 30 Sekunden. Ja, natürlich. Ja, okay, gut. Dann nehme ich mal an, dass Sie bei vollem Bewusstsein sind. Ich bin nie unter irgendwelchen illegalen Substanzen. Dann werde ich jetzt mal kurz Ihre beiden Daten überprüfen. Jo, gerne. Albert, zum Glück ist er vorhin nicht hinter dir hergefahren. So, hier haben Sie die Sachen wieder. Yep, hier Ihre danke. Und hier Ihre Sachen. Yep. Beim nächsten Mal dann einfach bitte ein bisschen. Ja, wie gesagt, das ist der Verlauf der neuen, des neuen Feldweges. Okay, gut. Tut mir leid, vielleicht hätten wir Sie vorher informieren sollen. Und vielleicht auch aufs Anhaltesignal reagieren. Ja, ich hatte nichts gehört. Ja, das funktioniert da ja auch nicht, aber ich bin auch hinter Ihnen mit Blaulicht die ganze Zeit gefahren. Echt? Lassen Sie mich. Darf ich mal reinsitzen? Ich würde es gerne mal probieren. Oh, wer sind denn Sie? Hallo. Hi. Ich bin der Herr Müller. Wird das ganz schwach zu erkennen. Ja? Der Herr Müller. Herr Müller, ja. Das müsste heller sein. Hören Sie was? Hörst du was, Albert? Sie reden mäßig gar nichts. Okay. Ah, okay. Gut. Das Blaulicht. Sollten Sie mal in die Werkstatt fahren, vielleicht kann der irgendwas machen. Blaulicht ist ein bisschen schwach. Nee, das habe ich dann im Rückspiegel auch gesehen. Okay. Gut, also schönen Abend noch, Herr Richter. Danke gleichfalls. Tschüss. Da wünsche ich Ihnen was. Ja. Jo, tschüss. Tschüss. Ja,
ein Schwein gehabt. Glück muss man auch mal haben. Dann kommen wir da dran vorbei. Ja. Ich hole mal den Frontlader hoch. Ja. Lassen wir die hier nicht von der Straße räumen. Ach, die stehen ja schon. Unten. Ah, das war, ey. Erste Polizeikontrolle hier. Glaube ich. Aber warum da keine Sirene angemacht hat vor uns? Ja, die ist wohl kaputt. Ich hab probiert, es ging nicht. Mach erleichtern von der Polizei, was? Ja, das sollte mal in die Werkstatt gehen. Noch 3 Autos, das kann man da ausprobieren. Ne? Nee, die haben nur noch 2. Den einen haben wir aufgrund von Steuerverschwendung zurückgegeben. Ja. Aber warte mal, ich wollte die Sämaschine, wo steht denn unser anderer John Deere da hinten? Ich wollte nämlich die Sämaschine hier lassen, weil wenn ich dann, warte mal, geht's hier rein? Ich hoffe mal. Wenn ich dann den neuen Traktor kaufe, dann muss ich ja den John Deere hier abgeben, weißt du? Also den, nee, warte mal, das ist ja der hier, gell? Oh Gott. Hallo, Herr Varuna. Wenn du das nächste Mal den Klingelton nimmst, Müller, dann köpfe ich dich. Ich hab keine anderen. Dann leg dir ein anderes Handy zu. Komm ich jetzt wieder raus hier aus dem Traktor? Warte, ich fahr dich noch runter. Ich wollte eigentlich fragen, wenn du. Kann doch eigentlich gleich hier aussteigen. Ja, warte, Albert, du musst doch zum Drescher und nicht zum Fendt, Deutz, John Deere. Ja, ja jetzt. Bald? Schießen Sie los. Ja, bei mir steht noch so ein Frühhaufstapler. Ist das Ihrer? Ja, der war zum Verkauf. Das kannst du eigentlich anhalten. Soll der weggehauen werden oder, also soll der, egal was passiert ist, verkauft werden? Exportieren, ja. Okay. Dann tschüss, Albert. Das Geld sollten Sie morgen oder heute bekommen. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Jo, ich komme ja dann noch vorbei wegen der einen Geschichte, wo ich von das Anliegen. Okay, dann tschüss. Gut, bis dann, tschüss. So, noch ein bisschen runter. So, weil ich glaube, die Sämaschine, genau, die ist leer. So. Bei der Polizei, da stand auch nochmal so ein, da saß noch so ein Müller drin. Irgendwie ein neuer Mitarbeiter. Muss auch irgendwie angelernt werden, ne? Jo. Eigentlich sollte man erst das Soja verkaufen, bevor wir den neuen Traktor kaufen. Dass wir nicht schon wieder Schulden machen. %, habe ich reingekippt aus dem Metallanhänger. Jo, Gewichtsanzeige sagt 14.500 Liter. Wo muss denn das hin? Zu Aldi. Oh. Gleich um die Ecke, ey. Ganz oben wieder, ne? Jo, ganz oben. Na, ich fahr mal das Rohr aus. Passt so? Ja. Jetzt. Jetzt.
Ist der leer? Durchfahren. Fährt 9 km/h. Moment, den Nomaden stellen. Ja. So, passt. Ist ja gleich zu Ende. Ja, 20.000 Liter haben wir jetzt. Gut, die trinken wir auch noch wohl. Geht ja relativ schnell. Fahre ich einmal hoch, einmal runter und dann müsste es fast soweit sein. Oh, fahr mal. Ich telefoniere, glaube ich, nochmal. Das war heute bloß eine Anschau gewesen, ne, von den Fahrzeugen. Jupp. Mit wem wollte ich noch telefonieren? Händler, ne? Oder was noch? Oder was nee. Noch? Nee, keine Ahnung. Weiß nicht mehr. Oh, ich glaube, wir haben eine Überweisung. War das vielleicht, ne? Ich glaube, wir haben die Überweisung gekriegt von dem Ding. Von dem Stapler. Hey, nur gut. Jetzt haben wir 160.000. Das passt für den... für den... Sollen wir auf Ja drücken? Nee, ich konnte gerade nicht. Sonst wäre ich einmal durchs Feld gefahren. Kann jetzt... Bist du das wieder weg? Ich drück auch mal auf Nein. Nee, du... Achso. Ja, wegen... Jetzt auf Ja. Das Feld ist ja fast zu Ende. Ist egal. Albert, auf ja. Ja. So, gut. Mach ich. Nee, ich musste nur abbrechen, weil sonst wäre ich in der Nacht einmal durchs Feld gefahren. Das wäre doof gewesen. So. Attacke weiter an. Aber ich glaube, ich lasse dir den Anhänger hier mal stehen und guck, dass ich... Dann müsste das Geld müsste ja passen. Dann, Ach, hier, wegen Feld wolltest du was machen, glaube ich, ne? Anrufen, ne? Wegen der ja, das muss... Ah, das wollte ich mit dem Neumann... Klär ich mit dem Neumann gleich. Ich gehe jetzt mal Saatgut holen. Vielleicht komme ich mit einem neuen Traktor wieder. So. Oh, du wirst das schon machen. Achso, warte mal, ich könnte mal den Neumann anrufen und fragen, ob die überhaupt Saatgut haben. Aber ich lasse mich lieber anrufen, das ist einfacher. Klingelingeling, klingelingeling, ihr Telefon klingelt. Volker hier, hallo. Hallo, hier ist der Neumann. Hi, Neumann. Ich wollte dich anrufen. Jo, warum hast du hier eine komische Ansage von Razix drauf? Och, der hatte so ein bisschen Lust, das zu einzusprechen. Ja, Gott. Zu viel Langeweile, der Bauhof. Sollte man mehr arbeiten. Ja. Du, ich habe mal eine Frage. Habt ihr Saatgut? 28.000, ja. Jo, gut, ich würde vorbeikommen. Ich brauche ein bisschen was. Jo. Bin schon auf dem Weg. Gut, eine Sache noch. Jo. Ich habe noch eine Rechnung von vor 2 Wochen. Wegen was?
Wegen Düngen von Feld 109. Ja, wie viel waren das? Insgesamt 9.300. Okay. 9,3. Könnten wir verrechnen mit einem Saatgut. Ja, von Drescher. Ah, da habe ich dir, glaube ich, 5.000 überwiesen. Für die Miete. Ja. Okay. Ja, dann komme ich jetzt vorbei, dann rechnen wir das zusammen, dann bezahle ich dich. Gut. Ist eigentlich auch mal wieder was hier von einem Kredit fällig? Nächste Woche wieder. Nächste Woche, okay. Weil wie viel habe ich denn noch offen? Insgesamt noch 117.600. Okay. Gut, und bei dir selber noch 37, glaube ich, ja? Genau. Okay. Also, bis gleich, bin auf dem Weg. Bis gleich. Tschüss. Ciao. 117.000 und bei ihm noch 37, 154. Aber naja, wenn wir jetzt einen gescheiten großen Traktor noch haben, dann geht es mal noch gut voran. Dann läuft das wieder. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich aber schon wieder von euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.